Was brauchen wir dafür? Hier Schule und so ein Müll. Ah, Schule, also wer will schon Schule? Wer freiwillig Schule und so? Nee, das ist nicht. Nee, nee. Nee. So, jetzt war's erstmal, weil ich hab Probleme mit meinem Verkehr. Ah, also Müll, ich muss will ich sagen, überall Müll? Ja, hier hab ich doch gebaut, ich Freunde. habe nie Verkehrsprobleme in meiner Stadt. Nie. Das muss ich sagen. Liegt daran, dass ich immer gleich die fettesten Straßen hier hinsetze. Aber ich habe nie Ach, ich Verkehrsprobleme. auch. Ich hab. Guck mal bei mir vorbei. Kannst ja mal schauen. So, ja, ich habe nur die Angst, dass sie wieder die Server abscheißen. Ich erinnere mich da an letzte Mal. Ach, da passiert nichts. War ich auch gerade mal kurz. War ich mal gucken, meint ihr? Passiert nichts. Genehmigung für Verkehrsabteilung weitergegeben. Ja, die hab ich, glaub ich noch nicht. So, hier brauche ich dann eine fette Shopping-Allee. Also du musst die gebaut haben, die Verkehrsabteilung, weil ich habe gerade für Schule und so einen Scheiß gebaut. Hoffe ich. Müsste ich, glaube ich, denke ich, glaube ich. Ne, ha hallo, ich wollte eine Bildungsabteilung. Warum habe ich eine Verkehrsabteilung gebaut? Ich wollte eine Bildungsabteilung haben. Naja, finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Ich meine, die Busse brauchen wir sowieso später hier, die Shuttlebusse und so einen Scheiß. Aber trotzdem, na, wollte ich eigentlich was anderes. So, 11.000, ich habe nur noch 5.000 Einnahmen. Hat einer eine Finanzabteilung eigentlich schon gebaut? Nee, ne? Brauchen wir mal. So, die Industrie, die drückt jetzt mir mal 11% ab und die Industrie auch. Also Wirtschaft, alles allgemein, die Privatleute bleiben mal 10%. So, und jetzt leckt das hier gerade mal wieder ein bisschen rum. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich wegen der Aufnahme, weil Fraps wieder scheiße ist. Deswegen nehme ich demnächst mal DxTOWI. Mal gucken, ob das besser ist. Zumindest hoffe ich mal, dass das besser ist. Eigentlich soll es angeblich besser sein, dann ist auch die Videoqualität besser. Aber im Moment habe ich dafür keine Zeit, damit rumzubasteln. Das wird nämlich Ewigkeiten dauern. Ja, da habe ich momentan nicht so Bock drauf. So, Krankenflügel anbauen. So, mein Krankenhaus hier mal ein bisschen weiter ausbauen, ja. So, und dann als nächstes brauche ich nur meine kleine Polizeistation filmen. Oh, Abwasser ist voll. Voll ausgelastet. Die Scheiße ist voll. Die ist wieder Ich am... brauche eine Klinik. Ja, ich habe doch zu viel ja schon So, gebaut. die Scheiße ist am Überquellen. Da kommt erstmal ein anderes Ding hin. Alter, wie viel Industrie hier gebraucht wird. Das ist unglaublich. Wir Das brauchen wird mehr Industrie. Industriegebiete. Industriegebiete. Ach ja, wie geil, ey. So. Wir brauchen Industrie. Sonst habe ich 38 Geld. Ich würde ganz gerne von da aus... Keine ausreichende Nullierung. Hallo? Setz die Straße rein, du Penner! Ah, Mann, ey, das ist doch Kackies. Da ist eine Senke. Weiß genau an der Stelle ist eine Senke, wo ich die Straße hinten packen will. Nicht ausreichende Nullierung. Alter, du willst mich doch... Du willst mich verarschen, willst du mich? Ah, von der Seite geht's. Okay. Dann gehe ich von der Seite dahin. Weißt du, dann ziehe ich der T einmal durch an der Stelle. Ja, da geht natürlich nicht. Komm, dann machen wir mal so, dann können wir da nämlich noch Industrie hinpacken. Ne, geht nicht. Ach komm, dann gehe ich jetzt hier so weit wie es geht nach vorne. Ja, bis da. Dann passt das schon. Oh, mein Kraftwerk ist ausgelastet. Egal, das baue ich gleich ein bisschen an, dann passt das schon wieder. Und nein, ich werde dir nicht den Gefallen tun und Strom bei dir einkaufen. Warum denn nicht? Ich gönne dir das Geld nicht. Das ist mir zu schade, das mache ich nicht. Mangel an Arbeitern, ey. Ah, kannst ja Arbeiter bei mir in der Stadt einkaufen. Ich habe genug. Ich kann doch keinen Arbeiter einkaufen, Jan. Nee, aber die kommen aus meiner Stadt dann zu dir. Ich würde jetzt erstmal mehr Bämmenöl fördern. So, ich hoffe, das Windkraftwerk reicht jetzt mal so aus, wenn das jetzt mir... ja, genau, das reicht natürlich nicht aus. Du Doch, es kannst reicht natürlich was aus. bei mir kaufen. Nö, warum sollte ich? Da baue ich lieber ein Kohlekraftwerk. Stört mich nicht. Warte mal. Ich gehe doch jetzt mal langsam auf die Regionskarte und Strom ist knapp. Ich hab Wo genug bist du Strom. denn bitte schön? Ach, schade, Mann, du hättest das Gebiet direkt hinter mir, du hättest Steckklammer nehmen sollen. Ich Hat guck er mal leider bei nicht, dann dir. hätte ich den hätte ich nämlich den Scheiß rübergeblasen. Ja. Nein, so fies bin ich doch. Bin ich doch, aber das sage ich ihm nicht. So, Jack O City. Jo. Schick, schick. Oh, das wird schon Bürgermeisterhaus zur politisch. Petition freigegeben. Ja, das werde ich später mal bauen. Jetzt habe ich gerade keine Kohle dafür. Und Oh, ja, ich ey, weiß, das sie wollen, dass ich nervt. den Dr. Wu-Turm baue, aber warum? Wofür?
Ja, ich finde das mal sinnlos. Die Mission kann ich nie abbrechen und die kommt immer wieder. Und ihr, wir haben... Glauben Sie wirklich, mit ein paar mageren Turbinen ließ die ganze Stadt mit Strom versorgen? Nee, weißt du was? Leck mich am Arsch, da kommt ein Kohlekraftwerk hin. Du kannst mich mal... Kohlekraftwerke, kannst du mal Strom bei mir kaufen? Also ich habe genug davon. Ich sollte vielleicht einmal Wasserkraftwerk kaufen. Ich muss viel noch machen, ey. Erstmal noch eine Finanzabteilung hier. So, wenn das Kraftwerk läuft, habe ich genug Strom. Vor allem, weil ich weiß, das kann bis zu 100 Megawatt liefern. Oder 150 sogar. Welches Kraftwerk? Kohle. Wenn ich das so baue wie in meiner eigentlichen Welt, also in meiner Singleplayer. Da weiß ich, dann liefert das so viel Energie, da kannst du Riesenstädte mit versorgen. Ja, ist doch toll. Ja, das ist toll. Wieso kann ich jetzt SimCity nicht mehr öffnen? Oh, ist etwas SimCity bei dir abgeschmiert? Nein. Schade, das tut mir so gar nicht leid heute. So Jungs, wie sieht's aus? Strom genug? Ja, locker genug. Ich glaube, SimCity ist wirklich abgeschmiert. Ja, komm, solange mein Strom jetzt... Ja, genau, warum ist das hier immer noch rot? Gebäude ohne Strom. Alter, welche Gebäude sind hier ohne Strom? Das Kraftwerk müsste alles versorgen ohne Probleme. Ah, jetzt hier, die Sicherung geht wieder rein. Ja, genau, und das Haus... Ja. Ah, jetzt, ja. Passt doch. Mensch. Wollte schon sagen, aber 62 Megawatt Überschuss, ja? Wenn das nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Origin, öffnen. Tja. Was soll ich sagen, das ist der Grund, warum ich jetzt momentan nicht in deine Stadt komme. Ich hoffe, das geht aber bald mal. Will ich mal gucken, was du da gebaut hast, aber. So, die höhere Einkommensklasse brauche ich demnächst mal. Dafür brauche ich Parks. Ja, Parks, die sind eigentlich gar nicht mal so teuer. Doch, im Unterhalt. Scheißen teuer sogar. Und ich bin so ein Naturfreak, wisst ihr? Die passen nämlich genau hier hin, ist der Vorteil. Und dann habe ich dann nämlich nicht so ein Problem mit später. Die kommen nämlich dann hier in die Breitenfelder, weißt du, rein und dann immer so versetzt, oder? Ne, warte, ich setze die hier hin. SimCity. Und dann geht das bis da. Das heißt, das nächste mache ich dann zwei Felder entfernt. Ach, SimCity beendet sich doch einfach. So, Naturpark da. Warte mal, reicht der jetzt auch in die Entfernung nach hinten? Natürlich nicht, ganz knapp nicht. Da muss hinten nochmal ein Park hin, aber egal. Oh, ich komme sofort wieder da. Jo. Hast du wieder einen Vorsprung? Als ob ich den bräuchte, hör mal. Ich zieh dich auch so noch ab. Ja, ja, klar. Erstmal mal ein schicker Flughafen, da kommt, dann hast du keine Chance. Flughafen sind scheiße, da kommt nicht so viel ein. Ach doch, doch. Also ich wäre mein Empire State Building. Ich wäre der Willis Tower. So, jetzt müssten die, sollten die erstmal zufrieden sein hier, ja, wenn die sich jetzt noch beschweren, hey, wir haben keine Natur und so. Ach komm, das ist mir sowas von egal also dann. So, dann kriegt er hier noch einen Park hin. Und dann passt das schon. Hä, war das los? Hast du schon für mehr Wasser gesorgt? Ich habe genug Wasser, hör mal, glaub mir. Also annähernd noch. Ich brauche später vielleicht meine Pumpstation, aber ich glaube, das kriege ich wohl hin. So, zweite Einkommensklasse. 75%, das passt. So, SimCity spielen. So, und dann ist als nächste, was ich ausbauen muss, wirklich mal das Verkehrssystem. Ne, erstmal meine Häuser, die müssen jetzt hier erstmal wachsen. Ja, weißt du, die müssen ja erstmal bis ganz hinten durchgehen. Ich habe meine Karte gleich voll. Ich meine bei weitem noch nicht und ich habe momentan 10.000 Einwohner. Das ist noch nicht die Welt. Naja, ich muss auch gleich. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Wollten wir nicht heute irgendwie ein bisschen länger aufnehmen? Kann das? Ja, ich habe heute leider nicht mehr so viel Zeit. Was heißt nicht mehr so viel? Viertelstunde. Alter, hör mal, das reicht ja nicht für eine Woche. Das sind nur 5 Folgen. Naja, egal, passt ja, schon mal. Einer kommt da heute noch. Oder? Hast du die noch für heute? Ja, ja, für heute habe ich noch und dann renne ich die nächste für morgen durch. Ja, die auf allen Karte, ne? Müssen wir mal gucken, können wir. Aber das reicht fürs Wochenende. Oder für Freitag. Ja, bis Freitag, aber dann nehmen wir glaube ich morgen oder so, sollten wir dann schon mal aufnehmen, vorsichtshalber. Damit das ja ausreicht. Weil, ich will hier mal sicher gehen, dass es passt und
Außerdem will ich mal... ja, außerdem wäre gar nicht so schlecht. Dann kann ich mal vielleicht den Phil fragen, ob der Bock hat mitzumachen. Dann passt das schon. Ja klar, haben wir noch einen. Den kann ich dann verpesten. Ne, Maurice, glaub mir, der verpestet dich. Der ist da schneller als du. Die Erfahrung musst du auch schon machen. Der war so unverschämt. Ja, das war... war eine spaßige Runde auf jeden Fall. Machst du das so? Da hast du geplant, wenn du eine Flash von deinen Abonnenten, die auch süß die zocken, dass die hier mitzocken? Ja, ich wurde schon ein paar Mal angefragt, aber erstmal noch nicht. Weil ich glaube, SimCity ist... Gerne von der Zeit, wenn wir das zu 7 oder zu 8 machen oder zu dritt schon... Ja, also theoretisch wäre es möglich, ne? Ich wurde auch ein paar Mal angefragt, ob ich das übrigens machen würde, SimCity, mit ein paar Leuten. Die Sache dabei ist nur die, wenn man das mit so vielen Leuten macht, ist das ein bisschen unübersichtlich zum einen. Ja, Skype-Konferenz ähnliches. Zum anderen müsste man halt gucken, wie man das alles macht und so. Und fände ich jetzt persönlich nicht so geil. Da will ich lieber erstmal im Single, also das jetzt so versuchen, erstmal durchzuziehen hier. Und mal gucken, je nachdem, wie es ankommt, können wir dann immer noch überlegen, ob wir da später ein bisschen was reinhauen. So, Alter, meine Stadt, die ist aber schon... Die ist jetzt schon schön groß. Auch wenn die meisten Häuser jetzt gerade noch bezogen werden auf der neuen Straße. Also den neuen Straßen, muss man ja sagen. Ach, guck mal, erstmal die ersten richtig geilen Geschäftshäuser hier, oder wie sieht's aus? Was sagst du, Mikro Credit GmbH? Der Verkauf läuft wirklich gut. Unsere Gebäude brauchen mehr Touristen. Ja, Touristen werdet ihr kriegen, auf jeden Fall. Ja, da sorge ich für. Aber erstmal brauche ich mehr Bildung, ja? Meine Leute sind einfach zu verblödelt hier so ein wenig. Dann baut ihr doch so eine riesengroße Shuttlebus, so ein großes Depot auf, dann können wir austauschen. Ja, das werde ich später machen. Besser gesagt, weißt du was, das mache ich jetzt mal eben, wenn ich genug Kohle denn dafür habe, weil die sind nicht billig. 20.000 kosten die. Ah, und die Klassenzimmer sind voll, ja, ich es war mir so sonnenklar. Maurice, ich werde mehrere große Shuttlebus-Stationen bauen, glaub mir. Außerdem, welche meinst du mit ganz groß? Die ganz großen sind die mit den anderen Bussen. Genau die. Also nicht die Depots, sondern die Stationen da. Die sind größer. Manche. Aber erstmal bin ich jetzt wieder mit meiner Schule beschäftigt hier, weil die wird gleich voll überfüllt sein vermutlich. Ja, weißt du, das Problem habe ich grundsätzlich immer. Deswegen werde ich gleich ein Gymnasium bauen. In der Hoffnung, dass du, dann hast das... Du schon? Ich habe immer nur die Hochschule zuerst, was ich... Nee, Hochschule ist scheiße. Hochschule bringt nicht viel. Du brauchst ein Gymnasium und eine Universität. Ja, Vitali. Damit kannst du was bringen, aber ganz ehrlich, Hochschule bringt nicht so viel. Ja, mal schauen. Deswegen. Bin heute wieder da. Ach, Alter. Meine Häuser sehen aber schon geil aus hier so. Also sind eigentlich so Wohnblöcke halt immer. Aber die passen eigentlich noch. So, Police, ich brauche Polizei. Ja, das hast du noch nicht, ja. Ja, ich kümmere mich drum. Stört mich nicht, hatte ich schon mal. Mit dem Phil letzte Mal. Oder in meiner 30.000 für eine Polizeiwache. Okay, ein Überfall pro Tag. Ja, die Kriminalität wird voll schon Problem. Weißt du, ein Überfall pro Tag. Kriminalität wird zum Problem. Sie sollten etwas dagegen tun. Ja, Kriminalität. Ach ja. Deine Stadt, ne? Unheimlich. Underground-mäßig hier. Die sind immer unterwegs. Ja, ein pro Tag begangen das Verbrechen. Ey, hör mal. Die wollen mich echt natzen. Also ich weiß, letztes Mal kam ich mit einer Polizeistation komplett hin für eine ganze Stadt. Ja, und ich will versuchen, das diesmal auch wieder so hinzukriegen. Weil eine große Polizeistation ist geil. Aber das Problem dabei ist, ja, hammergeil. Eine große Polizeistation... Und die ist teuer im Unterhalt. Die kostet 2 oder 3.000 im Unterhalt, also pro Stunde. Und das ist ja, viel. Da ist, was ich immer mache, oder was ich jetzt demnächst mache, SimCity Server abgestürzt. Für ein Jobangebot würde ich momentan über Leichen gehen. Da, du bist ein Held, hör mal. Echt so ein Riesenheld. So, 30.000 habe ich gleich. Also wenn du über Leichen gehen willst, meine Polizei ist zur Stelle, ja. Hör mal, fett. Hammer, fett. Weil ich habe ja französische Police und die ist ein wenig zügiger als die normale. Naja, so hast du ja. Aber was ich so machen werde, so erstmal so in Touristen, ja, und dann so ein Casino vielleicht noch. Ich glaube, das ist gerade ja, ja, hör mal, du musst mal auf Casinos gehen. Die bringen richtig viel Kohle ein und das ist nicht mal gelogen. Die bringen wirklich viel Kohle ein. Das Problem, was ich bei Casinos habe, ist irgendwie, ich kriege nicht genug Touristen in meine Stadt.
Ach ja, da brauchst du einen großen Flughafen für. Nee, du brauchst noch nicht mal einen Flughafen, du brauchst eine Bahn.